Nein! Tschüss. Warum muss ich immer als Erste sterben? Warum? Ich gebe mir gleich einen anderen Namen. Also, sorry. Habe ich keine Lust mehr drauf. Können wir uns... Zitrone fand ich schon ganz cool. Jeder von uns eine Frucht vielleicht. Wer ist jetzt nochmal... Wer ist nochmal Weintraube? Sorry. Claudio, bist du das? Hey, Leute! Was geht? Daniel hier mit... Kahn, Hallöchen und... René, hallo und... Und den coolsten Jungen auf der Welt, Claudio. Boah, René ist einfach mal so 30 Mal lauter als alle anderen. Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem höre ich Claudio immer ganz schlecht. Ja, ganz, ganz schlecht. Leute, heute eine wirklich XXXXL-Folge. Heute 90 Minuten knapp ungefähr. Bisschen wahrscheinlich nicht so viel, also wahrscheinlich so 85 Minuten oder so. Zocken wir Among Us mit euch. Jetzt nicht in diesem Moment, aber... Also ihr wisst schon, was ich meine. Los, Danja, hast du den Code rausgehauen? Ich bin gerade dabei. Ich habe das Gefühl, wirklich, heute wird eine gute Runde. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Das ist immer ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das Gefühl, heute wird's gut. Doch, heute wird's gut. Heute ich habe das Gefühl, das heute wird wieder eine komplette Crewmate-Runde. Also wirklich raus. Ich habe das Gefühl, heute als Imposter mache ich einen guten Job. Meinst du das? Danja! Was denn? So, ich habe jetzt reingestellt und los geht's. Oh, heute hast du aber ein bisschen... Heute dauert es aber ein bisschen. Es hat auch offiziell noch gar niemand gesehen. Es war jetzt seit 2 Sekunden. Gut, okay, online. Starten! Ja, jetzt chill doch mal, mein J. Was ist denn los hier? Ist ja richtig Stress. Ehrlich. Ich bin schon seit 2 Minuten hier und wir haben immer noch nicht angefangen. So, irgendwie, ich weiß nicht so richtig, ob Kahn sich irgendwie... Ob er cheatet oder so. Der ist sich so sicher, dass es heute gut läuft für ihn. Vielleicht ist er aber auch einfach nur motiviert. Das kann ja durchaus auch mal sein. Ach nein, nicht das Licht aus. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. So. Warum ist hier zu? Could somebody please open the door? Danke! Nein! Ja, so läuft das, wenn man vorher sagt, das wird gut laufen. Claudio, erzähl mal. Es war einfach orange, ich hab's gesehen. Was sagt Orange dazu? Oh, Kiba ist hier. Orange sagt scheinbar nix. Aber wo war das, Claudio? Communication. Nee, denke nicht. Wer es auch gesehen haben müsste, war jemand, aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe es war. Das ist auch eine geile Aussage. Ich denke, dass ich es nicht war. Ja gut, ja, wenn es nicht also orange war, dann ist ja... Also es wäre ja recht dumm von dir, wenn es nicht orange war, dann fliegst du halt raus. Tatsächlich. Also ich kann nur sagen, gelb war mit mir, aber... Es tut mir halt voll leid für Kahn, so, weil er hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht? Claudio, das du musst noch voten. Es tut mir auch leid. Achso, sorry, ich bin gerade voll... Wir machen es doch mal orange schnell, ja. Ja, ey, wenn es jetzt orange nicht ist, ne? Wenn du mir sagst, ich soll jemanden was schreiben... Mann, Claudio, konzentrier dich! Ja, wegen René, er sagt, ich soll jemanden schreiben. Aha, sehr schön. Gut. Okay, damit ist Claudio schon mal ziemlich... ziemlich verified, dass er es nicht ist. Warum muss ich immer als Erste sterben? Warum? Ich gebe mir gleich einen anderen Namen, also sorry. Habe ich keine Lust mehr drauf. Okay. Ich will da gerne hin. Hallo. Hallo. Halli, halli, hallo. Download. Wichtig. Die Imposter haben scheinbar echt Bock auf diese Oxygen-Aufgabe. Ich hoffe mal, dass das schon einer jetzt macht. Jetzt ist die Frage, machen wir Oxygen oder das hier? Nein, wir machen das hier, aber Oxygen ist auch eh vorbei.
So, und wir sind auch schon gleich fertig. Wir waren mal wieder sehr, sehr fleißig heute. Boop. Danja muss es eigentlich gesehen haben. Also, das sieht gerade nicht so gut aus für Dunkelgrün. Für Kiwa, das ist bei Admin. Okay. Und Grün Dunkel- war in der Nähe? Oder wie kommst du jetzt auf Grün? Also ja, Dunkelgrün war da. Ich glaube zumindest, Dunkelgrün war auf jeden Fall eine dunkelgrüne Farbe. Ich würde auch sagen, dass es Kahn auf jeden Fall nicht ist. Kahn ist, glaube ich, nicht im Poster. Also Gelb war am Ende mit mir, deswegen, wenn der, wenn die Person an Admin erwischt wurde, würde ich Gelb so ein bisschen rausnehmen. Also ich könnte Grün sassen, weil ja. Grün war dort und hat nicht reported. Okay. Und ich kann Pink saven, war mit mir bei O2 und hat die Emergency Task da gemacht, da hätte sie mich killen können. Ja, das heißt, du wurdest gesaved, Pink wurde gesaved, ich kann Gelb relativ gut saven, ja dann Grau oder Grün, also Dunkelgrün. Ja. Glaube ich, ne? Ja. Ja. Was war mit. Wobei Lime, wurde Lime schon gesaved? Nee, aber ne? Mit Lime war ich auch schon alleine. Okay. Also auch unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ja. Also ich würde auf Grün gehen. Ja, können wir mal machen. Grün macht's gerade, glaube ich, auch nicht besser mit dem, was Grün so schreibt. Ah, okay. Weiter geht's. Mann, ey! Ehrlich, was ist das für eine Runde? Ich krieg echt zu viel. So, das heißt, es geht weiter. Jetzt haben wir immer noch nicht diese Zahlenaufgabe bei Reactor geschafft, ey. Aber jetzt klappt das. Hoffe ich mal. Also, jetzt ganz vorsichtig. 6, 7, 8, 9, 10. So. Das haben wir jetzt gerade so hinbekommen, die Zahlen 1 bis 10 in einer richtigen Reihenfolge aufzusagen. So, und jetzt können wir eigentlich nichts mehr machen. Ja, hier habe ich echt die Hoffnung aufgegeben, dass man mal... Oh, oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist einfach grau. Ey, ich hätte niemals gedacht, ich habe es gerade noch auf der Aufnahme gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich in die Cams gucke und sehe, wie jemand erwischt wird. Aber ich hab's getan, grau ist es. Ah, oh, okay. Sehr gut. Gut, René! Der da rumgetingelt ist. Ich konnte es nicht ganz festmachen. Ich hab zwar, das muss glaube ich auf dem Gang gewesen sein, das war ja, als die Lichter aus waren. Ja. Da dachte grau wahrscheinlich, dass man das nicht sehen kann. Hm. Ich bin mir zumindest sehr, sehr sicher, dass es grau war. Okay. Hast du es geschrieben? Ja, ich hab geschrieben grau. Sehr gut gemacht, René. Ja, aber mehr Glück, aber schön. Das Lob nehme ich ja, trotzdem gerne an. Dass man das auch mal schafft, wirklich bei Camps jemanden zu erwischen, ne? Ja, das ist noch nie passiert, würde oder? Würde niemals denken. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Ich habe schon angekündigt, ich werde jetzt einen Test machen. Was für ein Test? Ich werde jede zweite Runde einen anderen Namen und so nehmen, weil es geht ja nicht. Ja, das ist echt... Ja, war gerade schon sehr auffällig, das stimmt. Vor allem auch vor meinen Augen so, es war halt echt traurig. Keine Lust mehr, ehrlich, Leute, wieso? Aber nenn dich bitte nicht in René um, weil dann wirst du trotzdem immer am Anfang direkt erwischt. So. Kannst dich ja auch da Danja nennen. Na gut, dann wird man immer rausgewortet. Das ist nicht so viel besser. Das stimmt wohl. I love René. Das finde ich natürlich schon deutlich besser. Claudio, kommst du auch noch auf ja, den Server? Ja, ich versuch's gerade. Claudio? Ich probier's gerade. Endlich mal ein René-Fan. Fail to join the game, try later. Jetzt geht's. Da bist du. Oh Gott. Oh, oh. Was passiert? Was war das? Was passiert? Nix. Ich will nicht drüber reden. Danja, alles gut? Hingefallen? Nein. Die ist bestimmt mit dem Ellbogen gegen irgendwas geknallt. Nein. Ist nur gerade fast mein Handy in meinen Tee geflogen. Und dann ist es auf die Tastatur gefallen. Na,
Tanja, das dauert heute ein bisschen bei dir, ne? Ja, bei mir dauert es immer ein bisschen. Können wir gleich Follows bitte spielen? Nach der Runde jetzt, ja. Das, sonst hättest du mir vorher sagen müssen. Claudio, warum so ruhig heute? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht, normalerweise bist du immer sehr aktiv, aber du bist gerade echt ruhig heute. Ja, ich meckere ja, weil ich mir so viel rede. Oh, da hat sich jemand Kahn cool genannt. Ich glaube... Der lebt gefährlich. Ne? Schwierig. Stimmt wohl. So, und wir sind wieder Crewmate. Und haben drei Aufgaben auf jeden Fall schon bei Electrical. Wir machen trotzdem erstmal die erste Aufgabe bei Storage. Ich wäre halt eigentlich auch dafür, dass wir können uns ja auch alle Undercover-Namen geben. Ich gucke jetzt mal ein bisschen rum. Ich mache nicht direkt die Task. Sollen wir das machen in der nächsten Runde, dass wir uns alle Undercover-Namen geben? Ich glaube schon, dass wir das machen. Okay, hier kann ich ja eine kurz machen. Ich versuche mal auch was über Camps zu sehen. Claudio geht bei Navigation rein. Warum ist René noch nicht da rausgekommen? War nicht René gerade da drinne? Ah, okay, jetzt ist er wieder raus. Und dann haben wir auch schon gleich gut was geschafft. Dann müssen wir noch einmal zur Navigation. Aber dann sollte das hoffentlich relativ schnell durch sein mit den Aufgaben. Bisher ist auch noch nichts passiert. Okay, ich habe bisher noch nichts gesehen. Aber die sind alle auch da hinten in der Richtung. Ich glaube, heute legen wir echt hier einen Rekord hin, wie schnell man die Aufgaben alle gemacht hat. Gerade weil wir mit ziemlich vielen Aufgaben spielen. So, die letzte ist jetzt auch gleich bereit zum Erledigen, nämlich bei Medbay. Also das ist wirklich ein vorzügliches Crewmate-Gameplay, was wir hier gerade machen. Nur, dass das leider keiner mitbekommt. Zumindest von den anderen Leuten gerade nicht. Okay, hier ist bisher noch nichts los. Ich lebe noch. Habe ich noch so viele Tasks? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar echt noch gar keiner erwischt wurde. Weil das müsste ja irgendwann mal auffallen. Hier sind zwei Leute. Okay, hier sind die Türen jetzt zu. Wir schauen mal nach, ob hier was passiert ist. Nee, hier liegt aber auch keiner. Hätte ja sein können, wenn hier... So, Lichter sind wieder an. Also ich guck mal, ob jetzt jemand hier rauskommt. Baby Claudio. Okay, wo? In Edmund scheinbar. In Edmund, genau. Okay. Ich war zuletzt in Camps. Ja, genau. Also ich kann, Okay, Daniel, ihr könnt euch saven, okay. Ja. Genau. Also, ich war ja zwischendurch auch dabei. Ja. Mit Kahn Cool war ich auch relativ viel unterwegs. Genau, der schreibt's gerade auch. Ich habe gerade gesagt, in der nächsten Runde können wir mal eine Runde komplett undercover spielen. Das würde ich aber auch ansagen. Okay. Also ich glaube, ich würde erstmal skippen, aber ich glaube, viele bleiben dann ja auch nicht mehr übrig, wenn sich das alle saven können. Wer bleibt denn übrig jetzt, René? Also Türkis und ich sind gesaved. René ist gesaved. Also du bist auch gesaved, Kahn. Es bleiben, glaube ich, noch zu viele übrig, um jetzt einen rauszupicken. Aber, ja. Aber ich muss sagen, Anna ist wieder da und Anna spielt immer sehr gut als Imposter. Ah, okay. Ja, also Dunkelgrün sagt gerade Pink Sass. Ja, okay, wollen wir Pink versuchen? Nein. Weil Anna ist einfach zu gut. Anna ist zu gut. Aber wir voten hier doch jetzt nicht ja, raus. Ja, okay, du hast recht. Ich skippe. Ja, dann behalten wir mal Anna, Cheese, Sarah und vielleicht noch Dunkelgrün im Auge. Mhm. Oder Hellgrün auch.
Wer hat da schon wieder mich gerottet? Na, ich nicht wirklich. Ich auch nicht. Ich hab geskippt. Weil I love René. Natürlich. So, ja, wir können jetzt eigentlich nichts mehr machen, außer eben ein bisschen rumlaufen. Download! Ich möchte da gerne durch. Bitte. Okay. Tschüss, René. Tschüss, René. Tschüss, René. Tschüss, René. Tschüss, René. Ja, komm erst einmal, jetzt tu's. Oh, jetzt musst du vielleicht doch... Komm, Karl, du siehst es! Wünsche, bleib ruhig bei mir. Aber vielleicht hat die auch einfach nichts gemacht, weil hier zu viele Leute waren. Das kann natürlich auch sein. Wir bleiben hier erstmal ein bisschen. Was gibt's, Karl? Ich glaube Pink. Meinst du? Warum schreibt Karl cool gerade Danja? Ja, also... Danja mag ich. Also das Ding ist, ich war gerade in Camps, dann kam Pink, also Anna rein und dann ging die Tür zu. Das hätte natürlich gepasst. Aber Anna hat nichts gemacht, genau, ne? Genau, die Frage ist, hat Anna nichts gemacht, weil sie Imposterin ist? Hat sie nichts gemacht, weil sie Crewmate ist? Oder hat sie nichts gemacht, weil sie gesehen hat, dass auf der anderen Seite alle Leute waren? So, das heißt, die hätten dann direkt gesehen, dass sie mich erwischt hätte. Ja, ich bin mir auch ziemlich... So 50-50. Also ich weiß, Anna, du spielst wirklich sehr, sehr gut. Und aus diesem Grund glaube ich, dass du es bist. Weil du hast die Türen abgeschlossen, hast aber nichts gemacht. Das würde ja direkt heißen, du bist nicht Sus. Aber warum solltest du die Türen abschließen? Weil beide Imposter leben noch. Wer sollte sonst die Tür da abschließen? Verstehst du? Es war keiner in der Nähe. Sondern wir sind erst alle gekommen. Was? Deswegen, ich sage Pink. Sorry, ich vertrau dir mal. Ja, aber warum, wenn jetzt noch ein Imposter da wäre, ne? Also, ja, ein Imposter schon tot wäre. Wir hätten wäre. Auch einfach skippen können, weil wir sind ja mit den Tasks fast durch. Ja, aber trotzdem, ich glaube, es ist Anna. Ja, also ich bin mit den Tasks fertig. Ja, ich noch nicht, ich muss noch bei Electrical was machen. Ja, aber dann müssten wir ja eigentlich in der nächsten Runde das schon ganz gut schaffen können. Ja. Hey. Hä? Warum werde ich denn gesusst? Das weiß ich auch nicht. Warum sollte ich sonst ein Emergency-Meeting machen? Ich wette, weil du I Love René heißt. Gut, dann mache ich jetzt meine Task fertig. Ja, jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Aber die Runde ist ja schon fast vorbei. Wir haben ja echt nicht mehr so viele Tasks. Das heißt, wenn jetzt alle die gleich noch machen, dann hat sich das Problem von selbst erledigt. Und dann bin ich echt mal gespannt, wer dann der letzte verbleibende Imposter ist. Ich glaube, ich muss noch Download und Upload machen. Gut, ob ich das überlebe, ist natürlich eine Frage, ne? Ja, guck. Ja, ich wusste es! Aber René hat's doch gesehen. Ja. Also. Danja, René, könnt ihr euch entstummen? Ja, ich bin schon entstummt. Danja, genau, du musst dich noch entstummen. Ach so. Okay. Khan wurde also erwischt. Und die Frage ist jetzt, Danja, weißt du noch, wer alles mit uns war, als wir alle reingelaufen sind? Also du warst, glaube ich, auch dabei, ja, right? Ja, Mann, genau. Ist es doch Pink! Hellgrün war dabei? Türkis war dabei und Hellgrün war dabei. Also ja, Sarah, Zitrone und Karl Kuhl sind safe. Okay, das heißt Cheese, Anna oder Lost? Ja. Ja, ich würd weiterhin auf Anna, glaube ich, gehen. Es müssen ja zwei Imposter noch drin sein, das heißt... Von den dreien müssen es eigentlich zwei sein, würde ich sagen. Ja, ich würde, glaube ich, tut mir leid, Anna, aber ich würde jetzt erstmal dabei bleiben. Ja, bitte! Votet jetzt Anna raus! Ja. Ja, muss ich mal schreiben. Einfach
Haus mit Pink. Jetzt bin ich gespannt. Ja, sehr ja, gut, Kahn. So, und jetzt ist natürlich noch ein weiterer Imposter. Und wir sind auch gar nicht mehr so viele. Jetzt geht die Tür hier wieder zu. Aber das müssten wir eigentlich schaffen, ohne dass jetzt noch viel mehr Leute erwischt werden. Hoffe ich mal. Ja, das ist doch jetzt hier nur noch eine oder zwei Aufgaben. Ja, Task. Guck, ich hab doch gesagt, dass es pink war. Ja, das war genau, pink hatten wir ja schon gesehen und es war Zitrone scheinbar noch. Okay, ja. Zitrone war gerade zu zweit mit mir unterwegs, das heißt, ich wäre gleich fällig gewesen. Aber dann habe ich ja Glück gehabt. Was? Zitrone ist die ganze Zeit mit mir rumgelaufen? Können wir vielleicht Folgendes machen? Wir wollen ja jetzt unbekannt sein, ja, ne? Ja, genau. Ja. Können wir uns, Zitrone fand ich schon ganz cool, jeder von uns eine Frucht vielleicht? Ja. Ja. Aber dann bin ich Apfel. Okay. Ich bin Soll ich dann auch ansagen, dass sie sich alle nach einer Frucht benennen sollen, wenn sie bei uns auf dem Server sind? Nein, sag einfach nur, dass wir sozusagen als Unbekannte diesmal mal gucken, ob die es Okay, aber meinst du nicht, dass das auffällt mit der Frucht? Ja, aber es ist ja egal, wir ziehen uns ja um und dann ist es ja nur, es kommt drauf an, wer ist, verstehst du? Okay, was habt ihr für eine Frucht? Weintraube. Ich hab Apfel. Ich bin Himbeere. Claudio, was bist du? Weintraube. Okay. Du bist eine Tomate. Tomate? Jetzt mach! Danja! Was denn? Chillt doch mal. Pollos oder Skerl? Pollos. Ach, zieht euch auch um? Ja, muss ja. Ist doch klar. Bei der Klopapierrolle ist sonst klar, wer das ist. Ey, wie süß. Mir hat jemand geschrieben, hey Kahn, wenn du diese Nachricht noch am 19.20. liest, will ich dir sagen, dass heute um 20.15 Uhr High School Musical 1 und 2 kommt. Oh, das ist so nett. Das ist so nett und so lieb. Oh mein Gott, ich bin gerade so richtig baff. Dankeschön. Oh, nett. Ich sag auch einmal den Namen, Lisa hat das geschrieben. Lisa, vielen Dank. Danke, Lisa. Und dann bekomme ich noch so Nachrichten von Claudio, die ich nicht vorlese. Hey, schick dir mal lustige Memes. Danja, wird das heute noch mal was? Was hast du für eine Internetverbindung, bitte? Also, Danja, doch mal deine Base. Wir warten am längsten auf die Leute, weil du es nicht hinbekommst. Also, Danja. Hallo. Darauf ein Energy. Oh, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Nee, ja. Weißt du, auf was ich Lust hätte? Was? So eine Fanta. Soll ich dir eins vorbeibringen oder gleich? Nein, ich hole mir selber eine, Claudio. Na gut. Die rote Gurke ist wieder am Start. Ja, die Hotte Gurke ist wieder da, Zitrone ist auch wieder da. Sammy ist da. Ja. Viel Erfolg. Crewmate. Wir sind's also zusammen mit, jetzt muss ich mal irgendwie überlegen. Hallo Gurke. So, bei der Map tue ich mich irgendwie immer ein bisschen schwer. Man weiß auch nicht, soll man jetzt hier direkt auf Risiko gehen oder. Das ging sehr schnell, wen hat es erwischt? Zitrone hat es erwischt! War Zitrone nicht auch schon eben dabei? Ja. Okay, wo? Also wer ist nochmal Weintraube? Sorry. Claudio, bist du das? Bei Laboratory, vor Laboratory, wo man wenden kann, weißt du, nach links und rechts kann man ja oben wenden bei dem Dropship. Achso, direkt da, wenn man vom Dropship runtergeht? Rechts geht, genau, nach rechts geht zu Laboratory. Wenn man nach rechts geht, direkt Ach so, da. Achso, okay. Wahrscheinlich war es auch da, wo das Lights kurz ausging und dann hat das mal wahrscheinlich schnell gemacht. Okay. Ja, also ich hatte ja nur geschrieben, ich kann Weiß auf jeden Fall rausnehmen und sonst habe ich nichts gesehen. Ja, hat denn jemand... Wir sind aufgeflogen! Ich habe doch gesagt, wir fliegen auf! Seht ihr das? Wir sind aufgeflogen. Stimmt, ja. Ja, wobei, es gibt eine Gurke, es gibt eine Zitrone. Aber die wissen ja nicht, wer wir sind, Danja. Ja, das stimmt schon. Ich skippe. Ja. Ja, okay. Ja.
Haben sie uns wirklich rausgefunden jetzt schon? Ja. Schade, ey. Schade. Das ist aber auch, wir haben das alles so... Ja, aber besser so, als dass ich in der ersten Runde direkt wieder sterbe. Ja, stimmt wohl. Dann sollen sie mich lieber erkennen. So, wer muss noch voten? Merle. Echt gut gemacht. Merle möchte gerade nicht voten. Echt gut Zeit gemacht. Ist die Lights, ich muss wieder Lights prefixen. Oh, das war mal eindeutig. Ich muss Lights prefixen. Es gab auch kein Troll-Vote. Ich muss Lights prefixen, weil das macht alles andere keinen Sinn. Weil ihr habt ja gerade gesehen, wie schnell es ging mit dem Kill. Das heißt, ich werde erstmal wieder Lights prefixen. Ich glaube, ich muss mit Cloud jetzt am besten mitgehen. In dieser Runde, damit ich mich so ein bisschen saven kann. Ja. So, und warten jetzt mal, bis jetzt hier wieder was passiert. Kann man hier eigentlich wenden? Nee, sonst wäre das natürlich auch eine gute Gelegenheit. Oh, Claudio, Mann, komm doch mit! Ich versuch dich doch... Hallo, lass doch erst meine Sachen machen, meine Task. So, da wurde wohl jemand erwischt. Du Mieser! Ey, Lost, Lost, komm vorbei! Lost, hallo! Hallo. Hey, Leute, ich lieg hier. Oh, ist das, wer war das? Danja, ne? Ist das Danja? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ja, ich also, glaube schon. Ich war mit, genau, Leim. Ich bin nicht Leim? Ja. Ja, wo ist Medway nochmal? Ganz rechts. Ah, okay. Dann kann ich, glaube ich, Merle ganz gut rausnehmen, weil die war mit mir am Ende ganz links. Ich weiß gar nicht gerade. Claudio, warum bist du nicht mit mir mitgekommen? Keine Lust. Ja, danke. Uff. Ich war auf jeden Fall später mit der Gurke. Wo warst du gerade mit der Gurke? Ja, hat auch schon die Gurke geschrieben. Wo denn? Rechts, wo man diesen ganzen Gang-Tunnel entlang geht und so. Ja, ich will doch gerade tatsächlich raus, also für den Kill auf jeden Fall rausnehmen. Weil, ja, weil wenn er rechts oben war, kannst du es halt nicht gewesen sein. Ich habe die Lights gefixt. Ja, und die Lights waren relativ lange aus, deswegen denke ich, dass Grau ist auch nicht wahr. Weil wir waren halt da alleine in diesem Tunnel da. Und das ist eigentlich ein... Also, wie gesagt, also Grau eigentlich. Grau fällt weg, Kahn, du bist Apfel, oder? Ja, Apfel, genau. Weintraube fällt weg, weil wir einfach... Was denn jetzt mit Merle? Also ich habe Merle am Ende gesehen und das war ganz links. Und deswegen, ich meine, theoretisch kann es immer noch sein, aber das wäre schon komplett auf der anderen Seite. Was mit Lost? Ich tippe sogar auf Lost, hat glaube ich jetzt auch noch, das ist ja orange. Safe, könnte auch safe sein, ich glaube auch safe. Also viele Leute sind ja jetzt schon gesaved worden. Ich glaube, die einzigen, die jetzt noch übrig bleiben, müssten tatsächlich Lost und vielleicht safe sein. Ich glaube, Samira, es tut mir wirklich leid. Nee, aber ich skippe aber für die nächsten Runden. Also Leute, wenn es jemanden erwischt, mal auf. Dann wisst ihr, Samira ist doch safe. Okay. Das war knapp. Oh, gut, dass wir geskippt haben. Ja, weil ich weiß es nicht, weil guck mal, wenn René eine Person ausschließen kann, kann auch eine Person ausschließen. Du bist noch nicht stumm? Ach so, ja, sorry. Ich habe jetzt gar nicht gehört, was Khan gesagt hat, aber gut. So, da haben wir jetzt bisher schon mal gut gemacht, aber wir haben doch auf jeden Fall was zu tun, weil so viele Leute noch nicht erledigt wurden. Schau mal hier unten entlang, ob hier jemand ist. Hm, hier ist schon mal niemand. Ne, hier auch nicht. Das war ein richtiger Fehler, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja. Ja, alles klar. Okay. Ja, ich, Sammy ist es. Tut mir leid. Aber wo soll er denn gewettet sein?
Das frage ich mich gerade auch. Aber das wäre ja doof, bei 8 Leuten das sowas zu behaupten. Er muss ja gesehen haben, Kahn, tut mir leid. Ja, aber sorry, ja. Wir haben gerade Sammy haben wir die ganze Zeit gesusst und jetzt auf einmal macht Sammy ein... Ja, also einer von euch beiden ist es auf jeden Fall. Ja, sorry, aber das macht gar keinen Sinn. Also für mich ist Samira, sorry. Aber gut, dann zockt halt weiter. Ist okay. Schade, Kahn. Einmal im Post und dann doof wenden. Schade. Aha! Das war dumm. Ich wollte sabotieren und genau da ist dann der Van gekommen. Ich bin so blöd. Also ich kam hier runter und ich wollte sabotieren und dann kam der Van. Oh, das war so dumm. Das war wirklich dumm. Aber gut, vielleicht holt René noch alles raus. Es war ein Versehen, sorry. Es war noch nicht mal so, es war ein Versehen. So, hier können wir jetzt auch keinen erwischen, weil wir jetzt hier zu dritt sind. Hier sind viel zu viele Leute. Ich versuche mal jetzt hier vielleicht irgendwen... Ist hier jemand? Weil jetzt muss ich wirklich... Auf der einen Seite müssen wir auf jeden Fall Leute erwischen, sonst dauert das zu lange und dann sind die Tasks alle fertig. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt uns irgendwie verdächtig machen, dann war es das natürlich auch. So, das heißt, so oder so sehr, sehr schwierig. Ah, da läuft... Da läuft rot entlang. So. Okay, und da ist Weintraube, das ist also Claudio. Alles zu hier. Okay, Orange hat es erwischt, das ist schon mal gut. Jetzt müssen die eigentlich Samira raushauen. Also, ich habe es gefunden und ich muss mal kurz schauen, wie der Ort heißt. Das ist bei Communications. René, bist du es wirklich nicht? Nein, ich bin's nicht. Hey, ich hab doch reported. Ja, hey, okay, dann bist du's. Du bist aber so komisch hin und her gelaufen. Nee, aber ich hab doch reported. Ja, aber warum bist du denn nach links und dann wieder zurückgelaufen? Ich hab's erst nicht gesehen. Okay, sorry, dann tut's mir jetzt leid, wenn du jetzt zu Fingern fliegst. Ja, nee, ganz kurz nur, wenn du in Chat schreibst, Claudio ist, wissen sie natürlich nicht, wer Claudio ist. Ach ja, stimmt. Aber sorry, es tut mir leid, du bist so hin und her gelaufen. Ja, ja, also ich verstehe auch, dass mich das Hass macht. Aber, wie gesagt, ich habe es einfach erst nicht gesehen. So, und dann habe ich halt im Augenwinkel gesehen, dass da dann eben rot lag. Und deswegen bin ich, also es war ja auch nicht so, dass ich die ganze Zeit um die Leiche hergelaufen bin. Und ich muss sagen, das passiert ja aber auch ständig. Also du hast ja zum Beispiel auch immer Fälle gehabt, wo du dann erst weggelaufen bist. Komm, René, versuch jetzt nicht auf mich zu schieben. Ja, aber wenn du so schnell auf mich gehst... Ja, aber ich komme raus und dann sehe ich halt, wie du nach links und rechts gehst, weißt du? Aber auch wenn du jetzt fliegst wegen mir, sorry René, aber sorry, es war so meine Sichtweise, es tut mir echt leid. Du wirst sowieso jetzt fliegen, René, und ja. Nee, ich. Komm René, versuch's. Ich versuch dir jetzt zu helfen. René, bleib doch hier. Die werden jetzt, René, die werden dich rauswarpen. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich habe das Gefühl, Hotte Gurke wird mich jetzt auch direkt erwischen. Oder wird jetzt direkt einen Emergency Call ausrufen. Ich muss einfach jetzt hoffen, dass das... Ah, okay. So, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir hier die Lichter wieder anmachen. So, wer pusht da jetzt rum?
Nein, das sieht nicht gut aus. Ich weiß ja nicht, also ich weiß immer noch nicht, ob es René ist, aber ich habe halt die Animation nicht gesehen, wie er die Leiche eliminiert hat, aber er ist halt nach links und dann nach rechts gelaufen. So, was soll ich denn da machen? Ich kann ihn. Ja, das Problem, es hat zwar noch keiner geskippt, deswegen habe ich natürlich Hoffnung, dass ich jetzt noch nicht fertig bin, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ey, da bin ich mal im Poster und irgendwie dumm. Okay, vielleicht habe ich noch. Aber es war wirklich, achtet mal drauf. Haben wir die Szene noch? Ich glaube, ich bin da runtergelaufen. Ich wollte eigentlich sabotieren und dann bin ich auf Van gekommen. So, ich skippe mal. Sehr gut! Sehr gut, René, bitte! Ey, jetzt musst du jemanden erwischen. Komm schon. Weil dann hast du gewonnen, oder nicht? René, erwisch doch jetzt bitte einfach einen. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall echt spannend. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nicht schon wieder jemand Emergency Call ruft. So, ich laufe jetzt einfach mal nach oben. Nee, geh doch einfach mit, du musst doch nur noch einen killen. Ich muss ja irgendwie das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das kriege, wenn ich jetzt hier das Ding hier mache. So, da muss jetzt jemand Zweites kommen. So, wo ist jetzt Hotte Gurke? Ist Hotte Gurke hier noch da? Nein. Schade, sonst hätte ich die gut erwischen können. René, du musst doch nur noch killen, Mann. Ja, wir müssen jetzt Risiko gehen. Dann haben wir doch gewonnen. Wir müssen jetzt Risiko gehen. Doch nicht? Sehr gut, René. Komm, versuch jetzt hier ein bisschen. Wo ist immer meine Maus? So, wir müssen noch eine Person erwischen. Wenn wir das jetzt schaffen, 20 Sekunden müssen wir noch warten, dann haben wir es geschafft. Boah, das ist so spannend, Leute. Ich glaube, man merkt auch so richtig, dass ich gerade überhaupt nicht... So, wir warten jetzt hier, bis das geht. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass die Person nicht erwischt wird. So, wo ist jetzt die andere Person hingelaufen? Wo ist sie? Die müssen wir jetzt finden. Komm. Ja! René, sehr gut! Oh mein Gott, ey, mein Puls bei 280 am Ende. Oh, René, sehr gut. Ich habe extra den Reaktor gemacht, damit dein Kill-Cooldown noch weggeht. Jo, hat auf jeden Fall super gepasst. Ey, wisst ihr, was mir gerade passiert ist bei dieser Runde? Was? Dass du gewendet bist, oder was meinst du? Ja, ich bin wirklich gewendet, aber weißt du, was das Problem bei dieser Sache war? Ich bin oben vom Reaktor runtergegangen, wollte sabotieren und genau in dem Moment war ich über diesem Loch und bin zwischen, glaube ich, 4 Leuten gewendet. Also, dass nur Samira es gesehen hat, fand ich sehr komisch, weil ich bin wirklich zwischen 4 oder 5 Leuten gewendet. Gut, okay. Leute, ich höre euch nicht. Ach so, ja. Welche Map willst du? Ja, Apollos, aber können wir wieder unsere normalen Namen nehmen? Ja, warum? Ich fand das lustig. Eine Runde ich bleib bei Apfel. Eine Runde können wir so noch spielen. Ja, okay. Weil ich war selber verwirrt. Ja, es war wirklich ein Versehen. Ich wollte es wirklich nicht, aber ich wollte sabotieren und war genau dann über diesem Loch. Ich habe das nicht gesehen. Ja, aber eine gute Runde von René. Ja, sehr gut, René. Tut mir leid, Claudio. Das ist doch okay. Ja, dafür kannst du ihm ja ein Einhorn geben, ne? Nein, so leid tut's mir jetzt auch nicht. So. Los geht's. So. Bis gleich. Viel Erfolg. Oh, yes. Erdbeere und Bubble. Erdbeere und Bubble.
Ich bräuchte eigentlich ausgeschaltetes Licht. Hackzeichen könnte mich vielleicht saven. Es wäre halt wichtig, dass ich noch jemanden von uns treffe, damit die mich dann einmal gesehen haben. Was? Und jetzt bin ich gerade erwischt! Da hat sie Himbeere erwischt. Wer war das nochmal? René, ne? Okay, ich war zuletzt bei Leck. Oh, Riri ist wieder da. Ich kann nichts sagen, ich war... Claudio, woher weißt du, wie alt der Kill ist? Weil man auf der Leiste das sehen kann. Ich habe meinen Download gemacht, es hat 10 Sekunden gedauert, dann war da noch keiner tot und dann 10 Sekunden plus 5 Sekunden. Konntest du das riechen? Das war gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich habe nur einmal kurz Kahn gesehen zwischendurch, aber ich könnte jetzt nichts... Wo du bei Electrical rein und ich rausgegangen bin. Ja, also ich kann eigentlich Das war schon kurz vor Report. Ja. Ja, ich skippe erstmal. Ist nicht Sianos Weapons gerade gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ja los, dann skipp doch. Hab ich doch. Hab ich doch! Ja, okay. Self-Report oder Cyan irgendwie? Ja, wir sind auch schon fast mit unseren Tasks durch, ne? Ja, und das ist ein Problem. Danke für die Antwort. Wir müssen schneller töten. Ich muss mir mal ein bisschen mehr zutrauen hier. Die Map ist ja schon riesig. Ist ja schon nicht so. Claudio, kannst du bitte einfach gehen? Boah, wisst ihr, hier ist alles leer. Tasks sind fast fertig. Schwierig, ne? Ja, hier ist Bubble. Bubble kommt aber halt auch nicht so richtig dazu. Mist!
Mist, Khan sagt nix. Khan sagt bloß nix. Okay, wo? Der müsste Security or Electric liegen, da in der Nähe. Apfel und Erdbeere, ja, super. Yeah. Das glaube ich. Warum? Nein, macht keinen Sinn. Ich war die ganze Zeit bei Camps. Ja. Ja, wenn das vielleicht neben mir war, kann sein, aber ich war bei den Camps. Habe nichts gesehen. Aber Camps waren gar nicht an. Natürlich, Mann. Camps sind nie aus. Nein. Claudio, ich bin es nicht. Glaub es mir einfach. Wollte gerade reporten, Danja, warum? Also hast du es gesehen, Danja? Ich habe die Leiche gesehen, ja. Aber ich, also Rot war einfach schneller da als ich. Ach so, du warst doch gar nicht drin. Also ich habe erst gesagt, Rot ist es nicht, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht dort war. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich habe gerade einfach nur gesagt, dass ich nicht schnell genug reportet habe. Ja, ich glaube, Julien ist es. Danja, ich glaube, Rot ist es. Also wenn du es nicht bist, und das glaube ich dir jetzt mal, weil sonst hättest du mich wahrscheinlich erwischt an den Camps. Deswegen sage ich Rot. Das könnte auch so eine Danja-Runde sein, ne? Einfach so, obwohl 20 Leute also da sind. Also ich würde es auf jeden Fall nicht. Beseitigen. Dass du wieder so denkst, Claudio, ich bin's direkt, ne? Ist wieder so typisch. Du glaubst allen außer uns. Ja, das stimmt allerdings. Wir müssen nochmal so eine Undercover-Runde machen, wo ihr auch nicht wisst, wer wir sind. Mein Gott! Khan, hast du es wirklich nicht gesehen oder hast du mich gerade gedeckt? Hey, das wär so nice, ey, wirklich. Danke, Khan, wirklich. Danke. Ist es Riri? Ich glaube nicht. Also wenn es Riri ist, dann heftig. Weil Riri war so oft bei mir. Hallo Riri. Hey Riri. Tschüss. Okay. Wo? Storage, wo ist das? Das Claudio? Ist unter Dropship direkt. Da, okay. Wo man die Tank also dann aufnimmt. Ist das Bubble auf jeden Fall nicht. Also ich habe gerade nur ganz kurz Ananas gesehen und noch, also irgendjemand ist mit Ananas zusammen in das nach rechts oben gelaufen. Stimmt das, Khan? Das war ja, Khan hat ihn ja. Gerade gesaved. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Türkis kann ich save. Ich glaube, du bist ich es. Ich glaube, Weintraube. Nee, ich war in Vitals drin, Khan. Der Kill ist 3-4 Sekunden. Ja, deswegen würde ich auf einen Self-Report tippen. Meinst du? Aber man kann auch ein Storage rauswenden. Ne, das ist das Problem. Rot hat doch gesagt, Apfel, wir müssen noch voten. Das stimmt. Ich glaube sogar, das ist ein Danja-Kill, Khan. Du oder Danja, ein von euch beiden. Nee, aber Khan, ich war doch bei dem ersten Kill gar nicht da. Ja, und es kann ja dein Imposter-Kollege sein. Ich verstehe jetzt gerade gar nicht. Es sind doch noch zwei Imposter drin. Ja, sorry, Claudio, hast ein bisschen zu früh gewählt. Für mich ist Claudio. Ich bin es nicht. Ja, das ist auch wieder so aggressiv schießen, ne? Das ist, dann ist es... Also für mich ist es Danja oder Claudio, auf jeden Fall einer. Und ich glaube, der zweite Imposter ist Ananas oder Anna. Weil Bubble ist es, glaube ich, nicht, oder? Ich gönne euch die Runde nicht. Ganz einfach, ich gönne euch die Runde gar nicht. Ich meine, für nichts rausgeworfen. Man spielt die Runde seines Lebens und wird rausgeworfen. Du bist es! Was? Hast du das wirklich nicht gesehen? Hat er wirklich nicht den Kill gesehen? Das ist doch eigentlich gar nicht, überhaupt gar nicht möglich.
Komm, Bubble, komm. Bubblechen. Okay, es ist Danja. Danja. Warum ich? Warum musst du jetzt auf mich gehen? Was habe ich jetzt gemacht? Ich war nicht mal... Sorry, Claudio. Ich dachte, du machst wieder irgendwas, aber... Hallo? Ja, ich glaube, du bist es. Warum gehst du jetzt... Ich glaube, weil du die ganze Zeit... Du schießt hier die ganze Zeit nach und nach auf Leute. Nein, aber ich würde doch nicht so aggressiv spielen. Doch? Ich würde killen. Ich würde doch nicht auf Leute gehen. Das mache ich nur immer, wenn ich Crewmate bin. Echt? Weiß ich nicht. Ich war gerade heute so schlecht mit den beiden. Also bei euch beiden, Julien und Weintraube, war beides falsch. Nein, Danja ist es. Nein, ihr seid... Oh, ja gut, dann haben wir verloren. Gut, Danja, warst du's? Es ist vorbei. Ich bin nicht Imposter. Ich weiß, dass du nicht Imposter bist, weil ich bin der Imposter. Ja, guck. Ja, Claudio, hast du wohl recht. Was? Ihr wart das gar nicht beide? Und was? Nein. Türkis? Was? Ich dachte so sicher, dass ihr beide das seid. Nein, ich dachte wirklich, Türkis ist... Also, Türkis hätte ich niemals gedacht. Ey, Khan, ich hab direkt vor dir gekillt und ich dachte, du deckst mich die ganze Zeit. Ich dachte, du deckst mich die ganze Zeit. Ich sage doch, ich war die ganze Zeit bei Cams. Claudio, ich weiß nicht, ob Strom weg war oder nicht. Man konnte die ganze Zeit die Cams sehen. Ey, ich schwöre, ich hab gedacht, boah, Khan, das ist so ein richtig ehrenvoller Move. Er hat gesehen, Ich habe nichts gesehen. Ich hab echt gedacht, du hast mich... Du hättest das jetzt einfach so lassen können und hättest einfach sagen können, yo, ich hab Danja gedeckt die ganze Zeit. Ich hab vor dir... Wow. Danja, ich war an der Kamera, wie oft noch? Ja, ich weiß, trotzdem. Das ist Absicht. Okay, neue Runde. Wieder Paulus? Ja. Achso, neue Namen oder normale Namen? Ich habe jetzt noch meinen alten Namen. Aber also wir wollen. Ich auch. Okay. Viele sind aber noch nicht ganz, also die meisten wissen jetzt, dass wir das sind, aber wer ist, das wissen die meisten immer noch nicht. Ja. Ja, das ist zumindest gut. Aber ich glaube, Weintraube denken viele, das bin ich. Das kann sein, ja. Vor allem, wenn man einfach dachte, dass ihr beide das gerade gewesen seid, dann wäre das echt 8000 IQ-Gameplay gewesen, ne? Erst noch ganz frech Claudio rausworten. Nee, ich wusste es wirklich nicht. Claudio, warum bist du die ganze Zeit so leise heute? Weil er recht hatte und es ihn nervt. Nee, weil ich da einfach nicht mehr mit dir reden möchte. Ich sag die ganze Nerven. Ja, also, aber sorry. Du hast mich auch gesasst. Du hast mich auch gesasst. Du hast mich auch gesasst. Ich rede nicht mehr mit dir. Claudio, du hast mich auch. Mit wem redest du eigentlich nicht? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Karl, ich bin bei beiden Kills nicht mal in der Nähe. Du votest mich. Ich sage doch, es könnte auch Danja sein. Nein, Claudio ist es. Ey, das macht absolut Ich rede nicht mehr mit Claudio. Deine PS5 ist wieder da. Nö, ich rede nicht mehr mit Claudio. Ja, stimmt, Kans PS5 ist hier. Wenn ich jetzt Imposter bin, ne, erwische ich Claudio als erst. Ach, schade. Sonst hätte ich Claudio direkt als erst erwischt. Ich glaube, wir sollten unbedingt mal so eine Compilation machen. Danja killt vor anderen Leuten, weil ich behaupte, davon gibt es jetzt so viele Varianten, wie ich irgendwo dumm jemanden gekillt habe und irgendjemand daneben stand und ich dann einfach Glück hatte. Schon wieder, René? Wo? Da, wo dieser Baum ist. Wie heißt das? O2. O2? Okay. Ja. Danja, bei dem Schlüssel, ne? Ja, der erste. Wo ist denn dein Schlüssel? Rechts? Nein, warte, links ist das. Links oben, der erste. Okay. Claudio, welcher bist du? Meiner ist der vierte. Welcher ist deiner, Khan? Der dritte.
Von? Ja, oder der zweite. Links. Ich bin immer noch in Teichstrahl, muss ich ja sagen. Ja, ist okay, komm, jetzt heul mich mal. Nicht so nach, ich bin einfach, ich bin richtig traurig, ich bin einfach enttäuscht von meinem Freund. Ich bin auch gar nicht fähig, diese Runde zu spielen. Hast du denn was gesehen, Danja? Nein, da war absolut niemand. Ja gut. Ach, du hast reportet, Danja? Ja, ich hab reportet. Ja, dann skip. Dann skip. Ja, ich skippe jetzt auch, aber... Die Runde geht nicht so lang, ne? Also ihr werdet sehen, wenn das Video online kommt, wer ist. Ja. Ne? Bisher, glaube ich, hat noch keiner richtig gelegen. Ah, doch, jetzt stand Apfel ist, glaube ich, Kahn. Doch, Apfel ist Kahn. Ja. Das ist der erste richtige Guess. Wenn jetzt schon wieder Danja dran ist, ne? Mit Imposter. Brauchst du eine Compilation. Danja tut was Dummes und kommt trotzdem damit davon. Piep. Okay, wo? Oh, Anna war gerade bei mir. War noch okay, irgendjemand also, da? Welch, warum bist du kein? Nein, ich habe keinen gesehen. Ich war bei Koms und da ist sie nach rechts gegangen. Ich kann Erdbeere saven, sie war lange Zeit bei mir. Okay, kannst du, Danja, kannst du Claudio saven? Claudio? Nee, ich war rechts in Laboratory. Nee, Claudio kann ich nicht saven. Boah, keine Ahnung. Ja, ich war davon Specimen. Ich war auch mit richtig vielen Leuten in Laboratory, also richtig viele. Ja. Also ich war gerade zum Bodyscan. Da musst du mir entgegenkommen sein. Wann, Danja? Wie lange war das her? Also ich stehe jetzt gerade auf dem Scan drauf. Da müsstest du auch da gewesen sein, weil ich weiß, ich bin vor Specimen hochgekommen. Also auf jeden Fall war jemand... Grau dort drin. Ja. Aber ansonsten weiß ich halt nicht mehr. Vorne stand auch irgendjemand. Rot war drin, das weiß ich noch. Rot hat diese Planetensuche gemacht. Also ich würde skippen. Ja, was ja. Schwierig, wir brauchen langsam. Ja, aber macht alle Task. Nein, ich bin's diesmal wirklich nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es Claudio ist, aber ich habe noch keine Bestätigung dafür. Ja, ich glaube auch, Claudio. Wie kam letzte Runde auf? Nein, wie war das letztens, Claudio? Dein Unterton. Ich höre es in deinem Unterton. Dein Unterton. Ja, ich glaube auch, dass es wieder Claudio ist. Diesmal aber wirklich. Ja, ich glaube auch. Ja, dann vote mich doch. Dann kannst du die Aufnahme mal alleine machen. Guck, Claudio ist so richtig. So richtig. Habt ihr gemerkt, wo ich gesagt habe, so, was denkst du, wer du bist? Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen, dass er so richtig wütend wird, aber gut, er hat sich geschafft. Quatsch, hier außen dran. Hä? Ach da. Oh Mann, ey. Ja, gut. Danke, dass du mich gerade nicht reportet hast, Claudio. Bist du es etwa? Hm? Ja, schon. Er ist es einfach, ne? Jetzt habe ich mich gesehen. Jetzt haben die mich gesehen, schade.
Wenn hier jetzt ein Leiche ist. Ja, es ist Claudio. Es ist Claudio. Alles klar. Claudio, du bist es. Warum? Weil du bei Weintraube ist es. Kam ein paar Sekunden davor bei Elec raus. Braun war unten vor O2. Guter Versuch, Claudio, aber tja, hättest du besser machen können. Was? Du warst erst, bist erst weggegangen, bist wieder zurückgekommen, weil so viele gekommen sind. Naja, okay. Du bist es. Ja, du siehst es ja gleich, ob ich bin oder nicht. Ich bin es halt echt nicht, aber gut. Also ich, diesmal... Nee, ist okay. Diesmal spricht alles für dich. Ja, ist okay. Warte mich ruhig, wirst du gleich sehen, dass es wieder... also ich glaube, du bist es, weil... Warum gehst du so aggressiv auf mich? Ja, aber weil du da rausgekommen bist und ich habe gesagt, wenn ich jetzt eine Leiche finde, dann ist es safe Claudio, weil er alle Türen geschlossen hat. Ja, okay, gut, dann ist es halt so, dann wirst du es gleich sehen. Och, Leute. Mann. Ich glaube immer noch, dass es Claudio ist. Okay. Ja, natürlich ist es blau. Ey, das ist so... Ja, aber... Ey, das ist so schlecht gespielt. Ich weiß nicht, wer der Imposter ist, aber ich habe die Lights doch gerade gefixt. Ich stehe da, ja, aber ich... Oder, Claudio, ist es weiß und grün? Karl, ich bin es halt echt nicht. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich bin es nicht. Ich stehe nur an Lights. Das Problem ist, ihr könnt mich jetzt gerne rausworten, weil dann haben wir verloren, weil wir haben zwei Imposter drin. Aber ich bin es nicht. Okay, sag mir, wer dein Imposter-Kollege ist, dann lasse ich dich leben. Ich weiß, Karl, ich bin nicht Imposter. Ich bin mir... Seid ihr die Runde gegönnt wieder als Imposter? Nein, nein, dann lass... Halt komm, nicht. Dann gehen wir auf weiß. Ich vertraue dir, wir gehen auf weiß. Auf Anastasia. Sorry, es tut mir leid, aber... Nee, es ist... Ich weiß es nicht, Karl. Also, wenn du es nicht bist... Nein, also, ich bin's nicht. Ich weiß, du bist es. Komm, du hast gut gespielt, komm. Claudio, nein, ich bin's nicht. Ja, viel Spaß jetzt. Oh nein. Du bist es, ne? Nee, ich bin es nicht, wirklich, Karl. Du bist doch noch drinne. Ja, du bist es, ich wusste es. Mann, warum hab ich dir vertraut? Ja, guck. Und all das, was ich gesagt habe, war das richtig, Claudio? Nein. Ja, ja, komm, sei ruhig. Und ich hatte auch recht. Erwischt. Ja, Claudio, ne? Ich würde sagen, komm, die letzte Runde spielen wir noch richtig. Ja. Mit unseren Namen. Ja, okay. Und übrigens, sehr gute Runde auch von Jolene. Ja, auf jeden Fall. Bei Jolene habe ich nicht damit gerechnet, aber bei Claudio war es klar. Die hatte keinen auf dem Zettel. Ja, ich... Ja, warum hat sie keinen Double Kill gemacht? Ja, guck, ich habe noch drauf gewartet, aber gut. Volles? Claudio, das war das letzte Mal, dass ich dir vertraue, ne, weißt du? Sei dir die Runde gegönnt! Du weißt, dass ich deine AirPods hier habe, ne? Ich hab extra... Stopp, du weißt, dass du deine AirPods bei mir hier hast? Karl, ich hab extra noch so auf Sommer getan, damit du so ein bisschen Mitleid hast. Ja, ich hatte auch voll Mitleid. Aber beim letzten hatte ich wirklich gedacht, weil Stecke, ne? Und da dachte ich, okay, wegen Weintraube, dass dann die beiden, also grün und weiß, auf dich gehen. Aber, sorry, es war anscheinend nicht so. Ja. Es tut mir leid. Mir nicht. Ja gut, du hast ja auch die Runde gewonnen. Ach, ich bin Claudio, warte, ich muss mich umziehen.
Ja, ich guck weg, Claudio. Danke. Möchte keiner sehen. Hey, du meinst was? Hab ich mal die Hose getragen? Weiß das vielleicht doch nicht? Weiß ich glaube. Ich glaube, du hattest eine andere an. Ja, ja. Ich glaube auch, das war die hier. Ja. Ja, ich glaube, die Können wir danach noch eine Runde Skeld spielen? Also jetzt Polos und danach Skeld noch. Juhu! Skeld spielen. Das Schwierigste, was es gibt. Ja, für Imposter. Nee, für Imposter ist es einfach. Nein, für Imposter ist hier... die Luftmapper. Mira. Die ist am einfachsten. Ja, Mira. Ja. Mira die ist richtig einfach für Imposter. Ach so, Skeld ist ja die einfache. Skeld ist die Standard. Ja, sorry. Ja, oh, guck, sorry. Aber Anastasia hat es nochmal geschafft und auch Riri. Anna auch. Okay, los. Let's go. Yay! Mit Anastasia. Dass mir das passiert, ne? Weil ich mit Ansage wieder gesagt habe, das wird heute eine gute Runde und dann mache ich diesen Fehler mit der Sabotage und dem Vanten. Ja, das war die Revanche. Das war die Revanche. War gut. War gut, muss ich sagen. War gut. Das war die Revanche. Kaum haben wir wieder die richtigen Namen, es kann schon direkt erwischt. Ja. Ja. Ja, genau. Wir drei können uns sichern. Dankeschön. Ja, ich habe auch Orange kurz gesehen. Also unten. Unicorn ist ja, glaube ich, gelieft, ne? Ja. Wisst ihr, wo Kahn liegt? Nee. Ich glaube, unten irgendwo, oder? Genau. Unten rechts müsste das dann sein. Specimen ist, glaube ich, unten rechts. Ach, hat sie Specimen gesagt? Genau, Bohne hat geschrieben Specimen und Bohne hat ja auch reported. Unterspecimen gefunden. Was heißt denn Unterspecimen? Das ist eine gute Frage. Unterspecimen. Aber da muss er es ja gesehen haben. Ich würde vielleicht sagen, so Richtung Admin. Ich glaube, nee. Einfach unten in Specimen heißt einfach unten auf der Karte. Also wollt ihr gerade Bohne sassen? Nö, ich nicht. Nö. Ich war Laboratory. Nein, ich glaube, ich würde skippen. Ich kam von. Also von den vier unteren Spielern muss es ja einer eigentlich dann sein, würde ich sagen. Aber. Mindestens einer, aber... Orange weg, Riri weg, dann ja Claudio weg. Ach, das heißt, Riri ist auch gesehen. Okay, ich würde trotzdem skippen. Nee, Riri habe ich nicht gesaved. Nee, ich glaube, die unteren vier sind alle noch offen. Ja. Also Bohne kann ich auch nicht komplett saven. Ich habe Bohne nur kurz gesehen. Mhm. Irgendwer kam aus dem Lift, aber ich weiß nicht mehr wer. Tja, da habe ich einmal direkt meinen Namen und schon ist es vorbei. So läuft das halt als Kahn bei Among Us. Aber ist okay. Solange ihr Spaß habt, ist alles in Ordnung. Dann kann ich mich hier ruhig aufregen. Da macht das doppelt so viel Spaß für euch. Oder? Seid mal ehrlich. Ja, komm nur mit, Riri. Kein Problem. Komm schnell mit rein. Riri. Oh, ups. Warum ist sie jetzt nicht mit dir reingekommen? Oh, ist mein Licht ausgegangen. Jetzt habe ich Schatten im Gesicht. Muss ich gleich drum kümmern. Ich habe leider keinen... Es ist jetzt nicht so wichtig, dass mein Gesicht gut aussieht.
will hier immer nicht irgendwo killen. Ich würde das immer gerne so ein bisschen versteckt. Sind die denn alle? Sind schon alle tot? Mann, Mann, Mann. Viel Angst, ne? Aber das Ding ist, jedes Mal, wenn ich mir dann so denke, ach komm, egal, mach einfach, kill einfach, dann lauf. Es kommen wieder so Momente wie, yo, ich kille direkt vor Khan. Okay, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das Ding heißt. Unten, links. Okay, also ich kann gelb so relativ gut rausnehmen, weil gelb habe ich getroffen oben rechts. Also in der Nähe von Laboratory, also. Also ich kann eigentlich pink ganz gut saven. Also, aber eigentlich auch nicht unbedingt, nicht für den Kill. Ich war relativ lange mit pink. Ja, das Ding ist, drei Leute sind weg und wir haben noch zwei Imposter. Ja. Oder wahrscheinlich zwei Imposter. Also ich weiß es halt nicht, wie gesagt, es könnte auch noch pink sein. Ja, also mein Verdacht geht jetzt auf Riri und Anastasia. Ist aber trotzdem natürlich jetzt irgendwie schwierig, das safe zu sagen und das einfach den rauszubauen. Also Anastasia habe ich zwischendurch auch mal gesehen, aber jetzt nicht so lange wie Pink zum Beispiel. Riri ist, wie heißt das, da an der Seite in dieser Schleuse. Wollte eigentlich mit mir in diese Schleuse reingehen und ist dann aber wieder weggerannt. Okay. Weiß ich nicht, es war ein bisschen sass. Ja, wir müssen eigentlich So, als hätte sie gewartet, dass ich da reingehe, weißt du? Ja, okay, aber klare Sache, die meisten wollen skippen. Kill. Oder war? Wäre schon nett, wenn wir das hinkriegen, ne? Dann hab schon einen schönen Double Kill. Kann ich hier rauskommen? Ja. Nice! Okay. Ja, René. Wie heißt das Ding da oben? Ja, echt mal. Macht eure Tasks. Gibt's ja nicht.
Oh, ihr seht mich auch gleich nicht mehr, ne? Weil mein Licht aus ist. Riri und Anna müssen noch. Komm schon, Riri, du musst warten. Wahrscheinlich dann ja, oder? Natürlich! Ihr beiden, ey, da oben, ne? Ja, das war so schön. Hier finde ich nicht. Doch, finde ich überhaupt okay, nicht. Okay, komm, letzte Runde aufs Geld. Ja, ich muss gleich, ich mach Dings schon mal fertig, muss nur kurz mein Licht wieder einschalten. Bei mir ist gerade einfach dunkel. Achso, warum hast du einen neuen Code gemacht, Karl? Hä? Du solltest den nur bei Instagram reinstellen. Ich habe schon einen Server eröffnet. Ach so, Entschuldigung, ich habe das so verstanden. Ja. Ist okay. Nein! Wo gehen wir jetzt rein? Ja, okay, dann. Ja, kommt bei mir rein. Sorry. Ich dachte, ich habe so verstanden, dass ich halt den Server machen soll. Nee, ich wollte nur, dass du das Ding reinstellst. Sorry, habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Aber hat ja so gepasst. Gut, dann kommt es jetzt in die Story. Nee, ich mach schon, alles Machst gut. Du? Okay. Ich mach schon, alles gut. Okay. Ich mach jetzt für diese Runde. Wieder drinnen, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte. Jetzt ist hochgeladen. 3 Sekunden. Das ging schnell, knapp 10 Sekunden. Nee, 3. Hast du gesagt? Ja, okay, los, klein. Letzte Runde, let's go. Ich bin mal gespannt. Let's get this party started. Ich hab's auch direkt weg. Ist Kanda gewendet? Ich hab mich da. Okay, das ging schnell. Audio. Der darf heute gar nicht mitspielen. Kahn? Also ich kann. Du warst ja gerade am Ende bei mir. Woher bist du da gekommen? Von links. Okay. Mit wem? Mit einer Farbe war ich doch da. Mit Bubble, mit Grün bin ich gekommen. Also ich hab mich auf die Tasks fokussiert, aber ich hätte jetzt auch nicht ausschließen können, dass du da gewendet bist. Und das passt ja vom Weg her mit dem Vent zu Navigation, wo die Person gefunden würde. Das stimmt. Ich habe leider nicht genau hingeguckt. Ja. Bubble sagt. Das kann gar nicht sein, ich kam mit Grün von. Ich kam doch mit Grün bei René. Ich war doch. Aber mit meinst du dunkelgrün oder hellgrün? Dunkelgrün. Okay, aber der schreibt gerade, ich glaube, es ist Kahn. Ja, weil ich wahrscheinlich bei dir bei Weapons war. Anna denkt auch, dass du es bist. Ja, alles klar, danke. Jetzt gehen wieder alle gegen mich. Nur weil Claudio erwischt wurde. Ja, das könnte aber auch ein Indiz für René sein. Ja, nee, weil du wohl in die Richtung gegangen bist. Nee, ich habe meine Task gemacht oben rechts. Nee, ich meine Kahn. Ja, das kann aber nicht sein. Ich bin nicht in diese Richtung gegangen. Wollt ihr mich gerade veräppeln? Okay, Grün schreibt gerade auch, dass er wohl gesehen hat, dass du gewendet bist. Kahn? Ey, was soll, wo kommt auf einmal dieses Wenden her? Das kann doch gar nicht sein! Guck mal, nur weil Claudio Und Claudio ist tot, das kommt noch dazu. Und dein Unterton gefällt mir gerade auch nicht. Der Unterton. Skip, hallo, bitte, Skip.
Ey, ihr seid so fies, ne? Ihr seid so, so guck du's? Mal, so random, ja! Ich hasse es! Adieu! Oh yay, aber das habt ihr rausgefunden, Leute. Das habt ihr rausgefunden. Das habt ganz eindeutig ihr rausgefunden. So. Ja, aber mich hat keiner wenden sehen und trotzdem, also... Nur, gut, ich hätte Claudio nicht erwischt. Mit den Dateien. Hoch damit. Here we go. Okay, meine Tasks sind fertig. Es stirbt aber auch gerade niemand mehr. Deshalb gehe ich fast davon aus, dass es nicht René ist. Und Claudia ist ja schon raus und... Jo. Jo, das stimmt. Alle, die da schreiben, dann ja safe. Das kann ich bestätigen. Ich bin gerade in einer großen Traube unterwegs. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass du wieder widersprichst. Aber dann bleiben ja gar nicht mehr so viele Leute übrig, oder? Wer war denn in der Traube alles? Also du, Kahns PS5 und Orange. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. René, es ist Danja. Was? Das ist nicht wahr. Hatte ich auch nicht vor. Gut, danke. Also. Ja, also, jetzt sagen wir mal, das stimmt. Du bist es nicht, Kahns PS5 ist es nicht. Natürlich bin ich es nicht. Kahns PS5 ist es Hotte nicht. Hotte Gurke ist es nicht. Anastasia ist es nicht. Gurke ist es nicht. Erbse ist es nicht. Ja, aber Bubble auch nicht, weil Bubble hat gerade ja Kahn auch gesasst. Ja, René. Also ich sag nur so viel, mich hat auf jeden Fall jemand aus meinem eigenen Team verraten. In der letzten Runde. Danja, willst du mich gerade... Ist das gerade dein Ernst? Das ist mein Ernst, es tut mir leid, wir haben gerade alle anderen ausgeschlossen. Schau mal, das macht null Sinn, wirklich null Sinn, weil ich habe gerade als allererstes Kahn gesasst. Und wer lag damit richtig? René. So. Ja, das kann ja sein. Das heißt, das macht doch gar keinen Sinn, wenn ich komplett ohne Grund auf meinen Imposter-Kollegen gehe. Danke, René. Aber dich kann halt niemand saven, René. Ja, das ist einfach Zufall. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ups. Sorry. Ups. Nicht angenommen. Okay, das tat mir jetzt wirklich leid. Dann wahrscheinlich dunkelgrün. Oder jemand, der sich in die Traube eingeschlossen hat. Ja, also Gurke und ich können uns wieder saven.
Also ich würde erst auf dunkelgrün gehen, weil das war jetzt gerade mein zweiter Guess und danach auf grau. Jemand muss bitte das Licht einschalten! Das war so klar. Okay, aber das Licht ist ja eh wieder an. Anastasia? Das hat so gut mit anzusehen. Ehrlich, das hat echt gut mit anzusehen. Oh, schade, ey. Aber zumindest hat sie noch die richtige Person erwischt. Naja, vielleicht gewinnt sie das doch, Karl. Nein, ich glaube nicht. Das haben wir jetzt alle gesehen. Aber trotzdem sehr, sehr gut von Grau gespielt. Ja, Anastasia. Selbst wenn das jetzt kein Sieg wird, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall von Anastasia. Ja, dafür, dass ich so schlecht war heute. Ja, es war schon klar. Wo ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe heute ein Gefühl für eine gute Runde. Aber zumindest habe ich noch bekommen, dass René rausgewortet wird. Es tut mir leid, René, aber du warst so sass, weil alle anderen konnte ich halt irgendwie saven, weil die bei mir waren. Ein Einhorn und wir vergessen und das Ganze. Und wichtig ist, Claudio konnte die letzte Runde nicht mitspielen. Aber war René nicht bei dir? Nee, bei Danja, in der Traube da. Ach so. Nein, war er nicht. Nur am Anfang einmal, glaube ich, kurz. Okay, so. Ja. So, Leute, das war's. Meine Kamera ist schon längst ausgefallen. Unsere Ultra XXL Mega-Folge. Wir hatten Spaß, wir hoffen ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.